Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Okay, wir wollen den Kobold jetzt mal in die um die Ecke treiben, damit er in Hoffnung, dass er gegen einen Zaun, dass wir den Wink mit dem Zaunpfahl auch tatsächlich so deutlich geäußert haben, dass der auch tatsächlich dagegen rennt. Wir haben den ja schon einiges an den Kopf geworfen, ob der, sei es jetzt eine Hake oder ja, manchen Fluch. Aber ich bin jetzt mal dafür, dass wir auch tatsächlich mal die gröbere Variante mit dem Zaunpfahl ausprobieren. Na, komm schon. Ja, ja, stehen bleiben, bla bla. Ich stehe auf einem Seil. Ja, ja, Shamrock, wieder aufladen, nix da. Deine Nase ist nach wie vor wundervoll rot. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie es jetzt geht. Donnerpalm, wo du fliegen bist. Lass mich in Ruhe, du Palm. Mein Kleeblatt kriegst du nicht. Aua. Zugenagelt. Dann eben nicht. So ein verhagelter Tag. Auf nach Hause an den warmen Kamin. Yes! Yes! Er ist weg! Da findet mich der Kleeblattkappa bestimmt. Er ist weg! Komischer Kürbis, den kann man jetzt in die Hand nehmen. Fußspuren führen auf den Kürbis. Halt mal. Der hat ja einen Schornstein. You don't say. Dass da was war. Okay, da können wir jetzt weitermachen. Oh, wunderschöne, freudige Welt. Ich komme hier weiter. Ja. Ihr müsst wissen, ich sitze jetzt hier schon, wie gesagt, eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde am Rätseln. Hoppla. Du hast mein Haus zerstört. Glitzeklein, ratzfatz, zu Einzelteilen zerschmettert. Was habe ich dir denn getan? Das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigung. Nicht deine Absicht? Das war fahrlässiger Vandalismus! Du willst nur an meinen Kobold. Eigentlich wollte ich nur wegen der gestohlenen Sachen. Das war mein Stichwort. Auf Nimmerwiedersehen, du Schnüffler! Und weg ist er. Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut... Was sagst du da? Da bin ich richtig erleichtert. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein hübsches kleines Häuschen. Kürbis. Kürbishäuschen. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Ja, darum klaut er es auch. Kommissar Haselnuss hat heiße Ware sichergestellt. Ja, jetzt willst du die jetzt auch noch irgendwie verpicken, oder? Irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den... Das war ein hübsch Kürbis. Ja, ja. Gibt's hier sonst noch irgendwas zu holen? Wenn man schon gerade beim Klauen eines Beklauten ist? Nope. Aber jetzt können wir... Kobold. Okay. Hui, ich glaube, das Metall ist magnetisch. Magnetisch? Wunderschön. Schön schwer. Da kann man viel Mist anstellen. Ich frag mich, wo der kleine Mann in Grün den geklaut hat. Gut, wir können ihnen ja auf jeden Fall ihr Werkzeug wieder in die Hand drücken. Es ist vorbei. Der Grünhut ist weg. Hui, bin ich erleichtert. Papa hatte doch recht. Der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gewohnt. Und ich hatte mich schon gewundert. Oh, und du hast unser Werkzeug. Los, Bruderherz, wir machen uns besser an die Arbeit. Ja. Hier ist das Blattboot für Spitzweg, bereit, um ihn See zu stechen. Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Nett. Aber keine Sorge, der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse, wo Spitzweg schon wartet. Yes, wir kommen weiter. Endlich. Was
So, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schmirgelst. Ja, ja. Tiefe Wasser sind Schmirgel, ne? Ja. So, wir haben endlich Ruhe von diesen Drecks-Kobolde. Okay. Ah, Mensch, ich bin jetzt richtig erleichtert, weil, wie gesagt, ich bin echt stundenlang an diesem blöden Rätsel gesessen und, ah, also gefühlte stundenlang, effektiv waren es über, ja, 40 Minuten fast und, ah, schön. Endlich weiter. Na, Spitzweg, was hast du denn jetzt zu sagen dazu? Dein Boot ist vor der Tür. Was willst du? Großartig. Das Floß ist da. In all den Jahren meiner Reisen bin ich doch immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass man Wohlgesinnte überall auf der Welt finden kann. Man darf nur nicht aufgeben und sollte immer mit offenem Herzen durch die Welt schreiten. Das sollte ich mir notieren. Das klingt nach einem Motto für meine Reise. Jetzt kann ich doch noch rechtzeitig in See stechen. Lichtet die Anker, setzt das Segel an die Ruder. Ei, ei, Ruder? Das ist ein U-Boot. Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig gerade dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Die Welt bietet genug Abenteuer. Da sollten wir uns nicht absichtlich Schwierigkeiten einhandeln. Wir können also erst los, wenn wir einen Anker und Paddel haben und der Bach hier an der Schleuse frei von herumdümpelnden Welsen ist, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Ah, Mensch, du kannst es dir echt schwierig machen, Junge. Okay, was hat das Manual dazu zu sagen? Spitzhacke, ja, braucht noch Hilfe, ja, ja. So viel zum Thema Hilfe, ne? Okay, dann gucken wir nach dem Schleusentor. Der Wels da im Wasser ist ein Raubfisch und kann an einem schlechten Tag ganz schön ungemütlich werden. Die Schleuse soll ihn aus unserer Stadt fernhalten. Ich kann sie also öffnen, wenn der Wels gerade nicht da ist. Okay, Schuppen? Die behalte ich besser. Nope. Verdammt. Berührungstee? Wasser? Die behalte ich besser. Ach, verdammt. Baldriantropfen direkt. Und gute Nacht. Passt. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Okay, dann. Mach mal auf. Das ist Spitzwegs traditionelles Mauswalder Blattfloß. Er hat gesagt, dass ich mit ihm fahren darf. Aber noch können wir wohl nicht ablegen. Ja, dann mach das noch die Schleuse auf. Die Schleuse wird jetzt nicht mehr von dem dicken Wels belagert. Ja, okay. Dann haben wir wenigstens eins gelöst. Okay, Ruder? Könnten das denn dazu? Gute Idee. Passt. So. Das ist genau das, was wir brauchen. Ein ausgezeichnetes Paddel. Okay. Jetzt fehlt nur noch ein Anker. Aber sehr wenn gut. Ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Okay, Anker. Da? Das ist ja ein idealer Anker. Yes! Hervorragend. Erster Mark, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Wie praktisch. Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Schade, ich habe auf Raketen gehofft. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leinen los! Steuerbord! Backbord! Lasst ihn über die Planken gehen!
Bumm. Besser, ich übernehme als Kapitän mal die Steuerung und du bist mein erster Mann. Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. cooles Teil. Jetzt aber echt, das ist cool. Ja dann, wollen wir weiter. schön. Halt, wer flüstert den Machina? Der bengelt schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbaut, 400 Lobtaler. Du meinst wohl Maut. Wie drollig. Ja, ja, klug und drollig und begabt. Meine Mausesitterin Anja sagt das auch immer. Sackgasse, außer ihr zahlt 400 Lobtaler fürs Flößen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gebühr hindurch. Wegelagerei? Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen aufgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber vielleicht sollten sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren. Und dem kleinen Frechdachs mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das? Aber der kleine Humbert ist doch eine Maus. Das macht ihr Racker am besten unter euch auf. Ich schau euch einfach zu. Wegelage rein. Wie drollig. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Ja, dieser... Unser lieber Cherry spricht mir aus der Seele. Wirklich. Okay, was hältst du von Kobold? Das bringt nichts. Manche Zwerge würden dir dafür einen Arm ausreißen. Wasserstraßen baut, 400 Lobtaler. Außer für mich. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Der scheint tatsächlich seiner Mausesitterin doch einiges angetan zu haben. Wertlos. Wasserstraßen, außer für mich. Und vielleicht, sie sagt, ich bin ein begabtes. Okay, wir könnten ja Anja mal darauf ansprechen, wenn er schon so direkt Anja die regelmäßig erwähnt. Dann könnten wir doch mal ganz kurz gucken und so, ne? Du weißt Bescheid und... Anja Mausi! Lass uns mal vorbeikämen. Sekunde. Ah. Die Sekunden sind immer lang bei ihr. Überraschend. Dann sag mal. Willkommen zurück. Okay, das ist sehr ernüchternd. Kobold. Kannst du damit was anfangen? Das bringt nichts. Ja, verdammt. Kannst du einen Tee machen? Interessant. Der alte Uli hätte sich darüber gefreut. Verdammt. Kannst du was mit Hagebutten anfangen, wenn du schon was im Kommentar hast? Sind cool, aber... Der alte Uli hätte sich darüber gefreut. Brauchst du was zum Schlafen? Weitere Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Nee, okay. Tasse? Mein Becher ist sicher. Okay, Allzweckwaffe, dann können wir mal Simon nochmal nachfragen. Mein Becher ist sicher. Ja, okay, soviel zum Thema Allzweckwaffen und Angriffen von jungen Frauen, ne? Gut. Wir brauchen etwas Süßes für den Kerl. Damit wir wieder bestechen können. Aber ich glaube, so einfach macht es uns das Spiel nicht. Blattbote können wir ansprechen. Wegelage rein. Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen aufgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zu. Aber vielleicht sollten sie Post und den Kla- Das? Ach, das macht ihr Racker am besten. Ich schau euch einfach zu Wegelagerei. Wie drollig. Mensch! Meier! Mutter sein! Okay, dann, was können wir den Kerl noch alles andrehen? Hagebutten sind ja nach wie vor nicht sein Ding, ne? Wertlos! Aus und vielleicht. Sie sagt nicht. Okay, dann quatschen wir immer persönlich an. Unter meiner Brücke flößt man. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Kann man da eigentlich noch rüber? Klar. Jetzt hat er sich auf Wasserstraßenbauts umgemünzt. Okay. Hat sich hier irgendwas verändert? Bei den Zwergen vielleicht?
Man muss ja kontrollieren gehen, ne? Hat sich hier verändert? Nope. Schild? Privatgelände im Besitz der Waldzwerge. Okay, hier ist absolut nichts Nützliches. Und hierfür umso mehr Auswahlmöglichkeiten. Schnee? Schnee? Ja, Schnee im Sommer. Du hast einfach noch nicht so wirklich die Erfahrungen, was es alles so in der Welt gibt. Okay, was sagt eigentlich der Frosch zum Kobold? Plato. Oder wen können wir eigentlich noch irgendwie... Moment, magisch, Steinplatte, magisch. Ich glaube, hier löst sich langsam eine Idee in den Schädel hinein. Formt sich zu einem Gedanken und einer Idee. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Magnetisch, hat er gesagt. Magnetisch, ne? Das bringt nichts. Verdammt, wo könnten wir was Magnetisches brauchen? Gut. Da an die Stein vielleicht. Das bringt nichts. Das bringt vielleicht. Nichts. Können wir die irgendwie was Das an? Bringt nichts. Ach, verdammt. Nochmal gucken wegen Magnetismus und so, ne? Seltsam. Unverschlossen. Nach wie vor. Hat er noch irgendwas anderes dazu sagen? Ich glaub, das Metall ist magnetisch. Ah, Moment. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ah, verdammt, den Kompass-Klassiker können wir nicht machen. Okay. Das ist klar. Aber warum haben wir echt einen Zapfhahn da? Ein waschechter Zapfhahn. Wenn man den an einen Briefkasten klebt, machen die Leute bestimmt auf. Naja, oder auch nicht. Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl, Junge? Seltsamer Briefkasten? Das ist doch kein Mülleimer. Ja, relativ. Relativ im Verhältnis zu was, ist halt die Frage. Briefkasten? Haben wir auch hier nicht. Doof. Aber da hätten wir einen Mülleimer. Ich weiß zwar nicht, was das für einen Sinn macht, einen Gegenstand aufzusammeln, den man dann wieder in den Müll schmeißt. Da muss man nichts abzapfen. Ja, verdammt. Briefkasten. Haben wir noch irgendwo welche Briefkästen gehabt? Das muss man kurz mein Hirn anstrengen. Magnetismus? War hier eigentlich noch irgendwas? Kurz kontrollieren. Nein, die Spinne ist nach wie vor unser Problem. Haben wir hier noch irgendwas? Mauer? Igelstatue? Hasenstatue? What new? Wenigstens ist diese Folge nicht ganz so verzweifelt. Kann man da drin irgendwas machen? Wegen die Ritter vielleicht. Die sind ja aus Eisen, ne? Das bringt nichts. Verdammt! Hätte ja sein können. Irgendeine Schabernack kann man da schon immer mit anstellen, ne? Hier? Something interesting? Nope. Er stand nicht nur dumm da, er stand da wie doof, ne? Ich klappere jetzt hier einfach mal alles der Reihe nach ab und in der Hoffnung, irgendetwas Interessantes zu finden. Können wir da irgendwas an die Wand, ans Fenster ziehen? Das bringt ziehen? Nichts. Ah, schade. Das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Das bringt nichts. Ja, verdammt. Wofür brauchen wir das Kobalt? Wofür brauchen wir die Hagebutten? Nach wie vor die Frage. Ja, ich weiß, ich seufze mittlerweile auch schon genug. Also, ich habe genauso die Nase voll von denen. Aber gut, das muss man hinbekommen. Selten. Schmollrig. Da steht etwas auf dem Stein daneben. Miteinander sprechen, miteinander handeln, miteinander leben. Im Gedenken an das regelmäßige Treffen am Bach zur Beilegung eventueller Differenzen zwischen Mäusen und Eichhörnchen und anderen Bewohnern des Waldes. Andere Bewohner? Dazu würde ich bestimmt auch zählen, wenn ich hier wohnen würde.
Schön, schön. Sehr schön. Ich habe keinen Peil, was er damit mir sagen will. Außer, dass wir hier eine Wohnung besorgen müssen. Aber ob wir hier einen Wohnsitz bekommen werden, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Fütte Gott.